Es gibt Sportnationen, da gehören das Nationalteam und der Sportausstatter einfach zusammen. Denn welche Marke fällt einem ein? Denkt man an deutsche Sportler und Sportmode? Richtig, da sind immer irgendwo drei Streifen zu sehen. Bei den Dänen denkt man zuerst an Handball und an den Sportausstatter Hummel. Von ebenso einer gestochen scheinen aber derzeit der dänische Fußballverband DBU und sein Nationalkader. Seit einem Monat wird man sich nicht einig, ob der Vertrag mit dem Traditionsausstatter verlängert werden soll. Denn der stellt bei einer Neuauflage des Ausstatterabkommens plötzlich mehr Bedingungen, die mit den individuellen Sponsorenverträgen der Spieler im Konflikt stehen, weil deren Ausstatter Hummels direkte Konkurrenten sind. Zweit- und Drittligaspieler sollen spielen. Nun ist dieser Konflikt kein neuer, bei der dänischen Frauennationalmannschaft führte ein ähnlicher Streit zur Absage eines Spiels. Genau dieser Umstand treibt die DBU jetzt zu Verzweiflungsdaten, nachdem die Nationalmannschaft inklusive Nationaltrainer am Sonntagabend, zwei Tage vor dem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei, aus dem Trainingslager abreiste, telefoniert man jetzt die Zweit- und Drittligavereine ab. Einige Erstligaspieler hatten sogar freiwillig zugesagt, aufgrund möglicher Schikane der niedrigklassigeren Spieler war ihnen aber empfohlen worden, nicht zu spielen. Sollte Dänemark nicht spielen, droht eine Strafe vom Europäischen Verband, der UEFA. Mehr zum Thema: Dänemark wird wohl mit einem B-Kader und Ersatztrainer in der Slowakei auflaufen. Von dem Grundsatz, dass eine Nationalmannschaft bestmöglich ihr Land repräsentieren soll, ist zwischen Geschäftsführer um Geld und Fernsehpräsenz nicht mehr viel übrig geblieben. Vielleicht sollte man es so machen, wie es in der Leichtathletik noch bis in die 70er üblich war, einfach abkleben, die Hummel. Dann gibt's auch kein Gesumse mehr.